Police Dog Blues. Diesmal gespielt auf einer Gitarre eines Gitarrenbauers, der heißt Just von Hühne und hat seine Werkstatt in Dresden. Und das ist eine etwas spezielle Gitarre. Eine Gitarre ungefähr in OM-Formgröße, aber doch ganz anders gebaut, denn Just von Hühne ist eigentlich klassischer Gitarrenbauer und das macht dieses Instrument sehr interessant, finde ich. Man merkt der Gitarre an, wo sie herkommt. Sie ist erstmal sehr leicht, leicht auch die Ansprache und leicht zu spielen ist sie auch. Und das Ganze, wenn das zusammenkommt mit einem wunderbaren, transparenten und vollem Klang, mit vielen Reserven, dann ist das schon was Besonderes, finde ich. Die Gitarre macht rein vom Äußeren jetzt nicht so viel her, sind Standardspezifikationen, die wir hier sehen, aber das Instrument hat es halt in sich. Ne? Wenn man es spielt, dann blüht das Ganze auf, finde ich. Und wirklich ein sehr, sehr schönes Instrument. Wir haben es zu tun mit ganz normal eine deutsche Fichtendecke. Bisschen gehaselt hier, also eine schöne Decke mit Holzeinlagen für die Ränder und auch ein Holzbinding ums Schallloch, auch mehrere Holzringe. Wie ihr seht, ist das Schallloch ein bisschen weiter nach vorne gesetzt. Deswegen sieht sie auch ein bisschen anders aus als normale OM oder Triple O Modelle. Das Griffbrett hat trotzdem noch Platz für 22 Bünde. Bis hier ist aber dann relativ knapp angeschnitten. Wir sehen einen Pyramidensteg aus Ebenholz. Auch alles schön gemacht, Pyramidensteg. Das kennen wir ja von den Triple O Modellen von Martin, von den älteren. Dieser Steg ist allerdings ein bisschen breiter, also ein bisschen länger. Ich schätze mal so um die 18, 19 cm. Normalerweise wären es 15, also ist schon ein Stückchen länger. Wenn ich die Gitarre umdrehe, sehen wir Zargen und einen Boden aus ostindischem Palisander. Schön gemasert. Und auffällig ist auch, dass anders als bei normalen OM-Modellen die Korpustiefe nach vorne ungefähr gleich ist wie hinten. Normalerweise haben wir so 10,5 und dann geht es hier bis 8,5 runter, aber hier haben wir, ich glaube, ich habe vorhin mal gemessen, 10,4 und da auch ungefähr 10,4. Also das ist auch typisch für klassische Gitarren, dass sie also nicht so keilförmig nach vorne flacher werden. Und das Ganze klingt toll, muss ich sagen. Der Hals ist aus Cedro, also auch leichtbauweise. Offene Kopfplatte, kennen wir auch von der Konzertgitarre. Die Mechaniken, jetzt muss ich mal gucken, das Cluson-Mechaniken. Das sind offene Mechaniken. Auch ganz schön. Und ein sehr schlichtes Logo hier drin, nämlich drei Ringe in, ich weiß nicht, ob das Metall ist, aber auf jeden Fall schlicht gemacht. Kopfplatte auch aus ostindischem Palisander, hinten keine Kopfplatte. Das Griffbrett aus Ebenholz, auch leicht gerundet. Und die Sattelweite, in diesem Fall 45 mm, ist mir normalerweise ein bisschen zu wenig, aber in diesem Fall fühlt es sich sehr gut an, sehr gut spielbar. Mensur 64 cm, ein bisschen kürzer als ich das gewohnt bin. Dadurch wird die Gitarre noch leichter spielbar. Also alles in allem ein wirklich gelungenes Instrument, muss ich sagen. Jetzt stimme ich mal in Normalstimmung. Und sie hat auch Reserven. Sie spricht, wie gesagt, sehr leicht an, wenn man leise spielt.
aber ich kann sie auch treten. Und dann zeigt sie ihr wahres Volumen. Und diese typisch amerikanische Spielweise geht alles wunderbar einfach, weil irgendwie die Ansprache so leicht ist und auch die Seitenlage ist werksmäßig gut eingestellt. Also alles in allem tolles Instrument, was zurzeit bei uns im Gitarrbasar in Osnabrück steht. Das Ganze kostet inklusive Koffer 4.900 Euro und für ein von Grund auf handgebautes Instrument ist das mehr als angemessen, besonders wenn es diese Qualitäten hat. Ich empfehle unbedingt vorbeizukommen und anzutesten dieses Instrument. Wir haben auch viele andere Gitarren noch im Gitarrbasar, auch viele Einzelstücke. Jost von Hühne, er nennt sein Modell Steel String, voll massiv. Ja, voll massiv ist mir klar, aber schön massiv mit schönen Hölzern gebaut. Und wie gesagt, klare Empfehlung von mir, zumindest mal antesten.